Ja, hallo ihr Lieben. Puma und ich, wir grüßen euch zu einem neuen Video. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Puma, mir geht's eigentlich gut. Ich denke, Puma geht's wahrscheinlich im Moment besser wie mir. Ich war heute Morgen beim Arzt. Ich musste mich wieder einrenken lassen, weil ich habe schon mal Last mit meinem Nacken, beziehungsweise Hals und Wirbeln hier hinten am Rücken. Und bin gestern Morgen aufgestanden und hatte höllische Schmerzen und merkte schon, da ist wieder derbe was blockiert. Gestern war der Arzt leider nicht da, aber heute Morgen zum Glück. Und er meinte auch, das hätte sich aber mal gelohnt. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das geknackt hat. Ne? Man meint immer, man bricht auseinander. Aber er hat tatsächlich 5 Wirbel eingerenkt und meinte, ja, wie gesagt, das hat sich gelohnt. Hat mir noch ein paar Tabletten verschrieben gegen die Entzündung. Ne? Und das heißt, oh. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber ich musste jetzt ein Fenster aufmachen. Ich hoffe auch, dass das Licht ausreicht. Bei uns sind tropische Temperaturen. Die ganzen letzten Tage schon super Wetter, aber heute haben sie Gewitter gemeldet und die Wolken sind gerade gekommen und es knallt draußen ordentlich. Ich hoffe, es lässt gleich nach, dass ich das Video bearbeiten kann. Naja, aber wenn ihr es jetzt seht, dann hat es geklappt. Was haben wir heute für einen Tag? Dann müsstet ihr das Video heute Dienstagabend, genau. So, Puma, ich lasse dich mal wieder runter. Och, Maus. Puma legt sich auch immer in die kühlste Ecke. Dem ist auch so warm. Wir haben halt eine Dachwohnung und puh. Ich habe eigentlich jetzt die letzten Tage immer die Jalousien runtergemacht. Wirklich überall, damit die Hitze nicht so reinkommt und dann abends erst wieder offen. Aber jetzt für das Video, wie gesagt, jetzt geht es momentan... Ich merke zwar noch so ein paar Schmerzen, aber irgendwie hat es mich in den Fingern gejuckt. Wenn man so ein paar Tage kein Video macht, dann weiß ich nicht, dann fehlt mir mittlerweile was. Und ich hoffe, ihr freut euch. Ich würde sagen, wir starten. Beziehungsweise, Moment, ich brauche noch einen Kaffee. Moment. So, weiter geht's. Mir ist zwar ultra warm gerade und ich habe zwar heute Morgen erst geduscht, ich könnte aber, glaube ich, stündlich duschen. So warm ist mir, aber Kaffee geht trotzdem immer irgendwie und brauche ich auch. Ja, so, aber das wissen die meisten, ja, die meine Videos schauen, die wissen, ich bin eine Kaffeetante und ja, jeder hat so seine Laster, obwohl, ach, ab und zu mal ein Kaffee ist ja auch nicht verkehrt, denke ich, oder? Ja, ich war ein bisschen, was heißt, ich war ein bisschen, ich dachte mir, ich zeige euch heute mal ein paar Sachen, die euch vielleicht interessieren, die ich mir zugelegt habe in den letzten Tagen, Wochen. Ich habe mal einfach jetzt so das, wo ich dachte, das könnte euch interessieren, zusammengesucht und hoffe natürlich, ihr interessiert euch dafür. Es sind Schminksachen, aber auch Pflegesachen dabei und ich würde sagen, wir starten. Ja, Catrice. Catrice hat ja jetzt vieles rausgeschmissen aus dem Standardsortiment. Vieles Neues kommt rein. Und bei uns, weiß nicht, letzte Woche habe ich die schon entdeckt. Ja, vor gut einer Woche war ich im DM und da gab es dann schon oben LE-mäßig. Aber beziehungsweise, das sind halt Sachen, die auch ins Standardsortiment jetzt bald im August, glaube ich, reinkommen. Da waren zum Beispiel neue Lidschatten drin. Die kommen wohl dann auch ins Standardsortiment. Das sind die Liquid Metal. So, die sehen erstmal, finde ich, ganz nett aus. Ne? Ich hätte ja vielleicht mal zum Vergleich, Moment, so, oh, das war wieder keine gute Bewegung. Ich habe mir mal gerade noch einen alten geholt. Ich weiß jetzt gar nicht, fliegen die dann ganz raus, kann ich mir nicht vorstellen. Glaube ich jetzt nicht. Hier steht jetzt, das ist einer von den alten halt, ne? Nur so als Vergleich. So, die waren relativ schlicht, einfach nur in so einer durchscheinenden Dose. 2 Gramm haben die immer enthalten, die alten Schätzkes hier, die Monolidschatten, und haben, meine ich, gekostet 2,75 oder so. Also ich meine auf jeden Fall unter 3 Euro. Und die neuen Liquid Metal hier, die beinhalten 1 Gramm mehr, nämlich 3 Gramm, und kosten, ich glaube, auch über 1 Euro mehr. Was habe ich bezahlt? Ich habe den Kassenbon leider nicht mehr. 3,95 oder so? Naja. Aber ist auch 1 Gramm mehr drin, ne? Das ist ja bei Lidschatten, finde ich, schon eine Menge. Ja, und das nur als Vergleich. Ich finde jetzt die neue Art der Aufmachung auch ein bisschen stylischer, ein bisschen ansprechender noch. Obwohl mir die auch schon gefallen haben, relativ schlicht. Ja, sind die halt jetzt so mit Schwarz eingefasst. Und das ist jetzt die Nummer 020 Golden Roses. Ich weiß nicht, ob es die Kamera einfangen kann, ganz klein da oben.
Ja, das ist so ein, der schimmert ziemlich gold. Ich war jetzt auch einmal mit dem Finger schon drin. Ich habe die noch nicht auf dem Auge ausprobiert, aber da ich mich heute Morgen jetzt schon geschminkt hatte wegen Arztbesuch, aber auch nur, ihr seht es ganz dezent, und mein Nacken halt noch lidiert ist, werde ich das jetzt nicht live vorführen. Aber ich kann das gerne noch tun, wenn es mir wieder besser geht, dann werde ich das natürlich gerne machen. So, und jetzt gehe ich mal mit dem Finger da rein und ihr seht vielleicht, dann geht irgendwie diese, dann wird die Optik anders. Ne, dann schimmert das nicht mehr so und dann kommt irgendwie mehr dieses Rosenholzfarbene mehr durch. Ja, es ist leicht pudrig und ihr seht schon auf dem Finger, eigentlich für den Trockenauftrag ganz gut pigmentiert, wie ich finde. Da ist er. Und je nach Lichteinfall schimmert er mal mehr golden, mal mehr roséfarben. Und man kann die wohl auch nass auftragen. Ja, ich lasse mich mal überraschen. Ich bin gespannt. Wenn ihr jetzt schon ein Produkte, die ich euch jetzt hier zeige, getestet habt, mehr oder so, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Sowas lese ich immer sehr, sehr gerne. Eure Meinung. Ja, dann habe ich mir noch mitgenommen diesen grünen Petrolfarbenen. Der heißt auch 060 Petrolpan. So. Es hat so ein schönes, schimmriges Petrolfarben. Und ihr seht, jeder dieser Liquid Metal Lidschatten hat halt diese Fischschuppenmuster und hat so leichte zwei Vertiefungen. Hier ist so eine Erhöhung. So sieht man es, glaube ich, ganz gut. Ja, ist ganz schön gemacht. Jetzt gehe ich mal hier einmal rein mit dem Finger. Und wow, finde, auch der ist für einen Trockenauftrag nicht schlecht, oder? Ja, würde mir auf dem Auge schon reichen. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie sieht der wohl nass aufgetragen aus? Können wir ja mal ausprobieren. Und dann habe ich mir noch einen dritten mitgenommen. Ich glaube, dann gab es noch ein oder zwei andere. Auf jeden Fall gab es noch so ein helles Gold-Champagner-Tönchen, aber das hat mich jetzt nicht so interessiert. Das hier ist jetzt die 080 Moves Like Jagger. 080. So, lila Taupefarben. So. Auch gut pigmentiert, finde ich. Zack. Wie gesagt, jetzt alles trocken aufgetragen. Finde ich gut. Schöner Ton. So leicht ins silbrig-graue gehende, aber je nach Lichteinfall auch so kommt so ein bisschen dieser dunkel-lila Stich durch, auf den ich ja so stehe. Ja, erster Eindruck ist positiv. Wir werden das weiter beobachten und ich kann euch natürlich auch, die kommen natürlich jetzt auch in mein Lidschattenlotto, nicht mehr in Beuteln. Ich werde euch die Tage etwas Neues zeigen, was ich mir ausgedacht habe, dass ich mal mehr Überblick habe. Und ich habe mir auch vorgenommen, ihr habt mir ja jetzt viel unter mein letztes Video geschrieben, unter mein Lidschattenlotto für den Monat Juli. Nadine, wir würden gerne mal so einen kleinen Überblick über deine losen Lidschatten haben wollen und das bekommt ihr dann auch bald. Wie gesagt, die wandern dann auch in die neue Aufbewahrungsbox. Ja, dann habe ich mir noch mitgenommen von den neuen Catrice-Produkten, die jetzt oben ja schon aufgebaut waren bei uns in der Theke. Neue Mascara kommt rein und da gab es auch noch eine wasserfeste Version. Das ist jetzt die Better Than False Lashes Volumen Mascara. So in, ja, man kann es wahrscheinlich nicht so gut lesen jetzt. Spiegelt sich. Mit Diamond Puder verspricht Volumen, aber auch, wie es hier steht, Moment, extremes Wimpernvolumen und ultimative Länge. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich habe mir nur das Bürstchen angeguckt und das ist so eine haarige, also keine Gummibürste und so eine mittelgroß, groß, würde ich sagen. Also ich habe Mascaras, die wesentlich dickere Bürstchen noch haben. Da finde ich die Größe ganz in Ordnung. Also es kommt nicht immer auf die Größe an. Nein, nein. Mit diesen Mega-Bürstlöckes komme ich vor allem, wenn ich unten tuschen möchte, nicht so gut zurecht. Also ich glaube, ja, wir werden sehen. Vielleicht hat die ja auch schon jemand von euch, die neue von Catrice. Dann lasst auch das mich wissen in den Kommentaren. So, dann habe ich mir noch mitgenommen, das ist jetzt von Essence, aber nicht neu, das gibt es schon länger, das All About Matte Fixing Kompaktpuder. So sieht das aus. 8 Gramm, was hat das gekostet? Ich glaube 2 Euro irgendwas. Ja, das ist halt einfach ein seidig weiches Kompaktpuder für ein mattes und natürliches Aussehen. Den ganzen Tag. Kann auch zum Verblenden von Rouge oder Make-up verwendet werden. Fixiert das gesamte Make-up als Finishing-Puder für alle Hauttöne geeignet. Das heißt, ich habe es jetzt heute Morgen schon einmal benutzt. Ihr seht, es
schlicht gehalten, sieht weißlich aus und hat hier so Linien nochmal. Jo. Hier sieht es jetzt weiß aus, aber wenn man sich das dann hier so ins Gesicht schmiert, pudert mit dem Pinsel, dann finde ich auch, hinterlässt es ein tolles Finish. Also es mattiert. Gerade bei dem heißen Wetter ja, neigt meine Haut sowieso zum Schwitzen, gerade hier in der T-Zone. Und die war eben noch sehr am Glänzen, als ich vom Arzt wiederkam und ich bin wieder drüber gegangen. Erster Eindruck ist auch hier relativ positiv. Natürlich denke ich mal, hält es nicht 24 Stunden. Also diese, ne, also man muss, denke ich mal, schon nachpudern im Laufe des Tages. Ja, aber ich bin erstmal positiv überrascht. Dann gibt es von Essence ja nichts Neues. Das sind halt diese Make-up-Entferner-Tücher, die auch hier steht, wasserfestes Make-up entfernen sollen. Das ist einfach, das sind diese kleine Packung mit 15 Stück. Das ist eine neue Design-Edition. Ja, fand ich von den Farben erstmal natürlich, ich Verpackungsopfer. Mir fielen die natürlich sofort auf und ich dachte mir, für die Handtasche kommen die auf jeden Fall mit. Oder ich finde sowas auch immer schön zum Verschenken. Eine Freundin von mir hat bald Geburtstag und ich finde das, wenn man dann so ein kleines Beauty- oder Wellness-Paket fertig macht, finde ich sowas auch immer ganz schön. Ja. War aber auch ganz, ganz günstig. Hat, glaube ich, keinen Euro gekostet. Unter einen Euro meine ich. Dann habe ich mir genommen, mitgenommen vom BB. Gibt es eine neue Serie, BB More. Vielleicht dem einen oder anderen schon aufgefallen. Gibt es jetzt seit ein paar Wochen. Da gibt es. Ich habe jetzt drei Produkte mitgenommen. Und zwar unter anderem. Brauche jetzt tatsächlich erstmal Prost, einen Schluck Kaffee. Ich habe mir zum einen so diese belebende Feuchtigkeitsmaske mitgenommen, die ich noch nicht ausprobiert habe. So eine in der Tube drin, sind 50 Milliliter. Und ich meine, die Produkte haben alle 4,95 gekostet, also knapp unter 5 Euro. Ja, die soll man sich ins Gesicht nach der Gesichtsreinigung auf das Gesicht auftragen, 3 Minuten einwirken lassen, anschließend mit einem Kosmetiktuch entfernen. Ja, gucken wir mal, sieht so aus. Relativ, ja, mittelflüssig, prächtig, läuft nicht sofort weg, sieht aber auch eher aus wie so eine Gel-Creme-Mischung. Seht ihr? Und riecht sehr, sehr angenehm. Es gibt ja diesen typischen BB-Geruch von den anderen Produkten, die man ja schon länger kennt. Den liebe ich übrigens auch, besonders bei den Cremes und bei den Duschgels. Aber hier ist der nicht so, ist der anders, der Geruch. Aber auch sehr, sehr angenehm und finde ich toll. Bin schon gespannt auf die Feuchtigkeitsmaske, gerade jetzt, wo es draußen so heiß ist. Also geht es mir so, wenn ich dann, sagen wir mal, ich bin jetzt nicht so die Sonnenanbeterin. Ich lege mich gerne in die Sonne. Am Sonntag habe ich hier mit meinem Mann schön im Garten gelegen, aber eine Viertelstunde in der Sonne und dann musste ich erstmal wieder in Schatten. Und dann wieder eine Viertelstunde oder einmal war es, glaube ich, eine halbe Stunde. Aber auch ordentlich Lichtschutzfaktor, ne? Sonnenschutz aufgetragen, gerade auf meine käsigen Beine. Ja. Und ich finde, dann braucht meine Haut Feuchtigkeit und dachte mir, probiere ich das mal mit der BB More Feuchtigkeitsmaske. Dann habe ich mir daraus aus dieser neuen Serie eine verschönernde Augenpflege mitgenommen. Ja, sieht so aus. Ganz süß gemacht, sind 15 Milliliter drin. Und hier sind halt, steht hier hinten drauf, Perlmuttpartikel drin. Jasminblütenwasser und wertvolle Kaktusmilch ist parfümfrei. Und hier steht drauf, kaschiert sofort Augenringe, sorgt für einen kühlenden, frischen Kick, spendet nonstop Feuchtigkeit den ganzen Tag. Also hier steht jetzt nicht speziell drauf, dass es was ist, wenn jetzt einer ein Antifaltenprodukt sucht, was vielleicht gegen Fältchen so ein bisschen helfen soll, ist wahrscheinlich die Augenpflege hier nicht für geeignet. Hier steht drauf, verschönernd und ich habe die jetzt schon ein paar Mal benutzt. Die hat halt diesen Perlmutt-Schimmer. Ich weiß nicht, ob man den jetzt erkennen kann. Die Konsistenz finde ich super. Und man sieht das, also am Auge sieht man diesen Perlmutt-Glanz. Und dadurch werden halt so ein bisschen, habe ich ja auch Augenringe, werden die kaschiert, sage ich mal. Sie blitzen noch durch. Also wenn man da mehr Deckkraft oder was möchte, mehr Effekt,
muss man dann auf jeden Fall noch Concealer verwenden. Die Kamera schluckt das jetzt so ein bisschen. Aber wenn ich mir das jetzt in Natura hier angucke, man sieht den leichten Perlmutt-Schimmer. Ich finde sie nicht schlecht. Sie spendet auch Feuchtigkeit auf jeden Fall. Und auch beim ersten, die ersten Sekunden hat man diesen frische, dieses frische, ja hier, wie steht das hier drauf, frische Kickgefühl. Finde ich nicht schlecht. Bin mal gespannt. Ich werde sowieso die Tage ein Augencreme-Pflegevideo abdrehen. So eine kleine Review über meine Augencremes, weil ich ja auch da mehrere im Moment am Ausprobieren bin. Ja, und einer der neuesten ist diese hier. Und dann habe ich mir noch aus der Serie mitgenommen die Nachtcreme. Es gibt auch eine Tagescreme. Die Nachtcreme ist in so einem Karton auch drin. Hier steht auch drauf für sensible Haut, parabenfrei. Ja, was steht hier noch? Versorgt die Haut mit wertvollen Pflegestoffen, spendet nonstop Feuchtigkeit über Nacht. Und das ist mir halt wichtig mit der Feuchtigkeit, wie gesagt. Ich denke mal, es ist jetzt auch nichts speziell gegen Falten, aber im Moment ist das bei mir so, ich habe von Balea eine Nachtcreme, die ist mir zu fettig. Die zieht irgendwie gar nicht ein und das mag ich nicht. Und die, bei der ist es so, die ist hier in so einem Plastiktiegelchen, die zieht besser ein. Man spürt zwar auch, dass die irgendwo reichhaltiger ist, noch wie eine Tagescreme, aber die hinterlässt dann nicht so ein klebriges Gefühl. So sieht die aus. Ich habe die jetzt schon zwei, dreimal benutzt abends. Relativ fest. Ja, auch hier den angenehmen BB-Geruch. Und ja, ich schmier's mir mal jetzt hier unten hin. Wollen wir ja nichts vergeuden, ne? Wie ist das bei euch? Komme ich gerade drauf. Wenn ich mir das Gesicht eincreme nach der Gesichtsreinigung, da steht ja auch oft drauf für Gesicht und Dekolleté und Hals. An den Hals denke ich ja meistens, aber Dekolleté vergesse ich immer. Meistens dann nehme ich nur mein Gesicht. Aber ich muss sagen, so erster Eindruck, 50 Milliliter sind auch hier drin. Ich meine auch 4,95 €. Erster Eindruck ist positiv. Ja, ist angenehm. Die Haut fühlt sich zumindest gut mit, ja, fühlt sich so an, als wäre sie gut versorgt, sagen wir so. Ja, das ist die neue Serie. Also wenn ihr jetzt irgendein Produkt, wie gesagt, es gibt noch eine Tagescreme und dann gibt es aber auch noch ein, zwei andere Produkte. Ich glaube, so ein Reinigungsmilch oder sowas. Ja, also wenn ihr schon hiervon auch was besitzt, dann lasst es mich gerne wissen. Ich freue mich immer auf eure Kommentare. Ja, und dann noch ein Highlight für mich schon wieder. Ich habe ja mal ein Video abgedreht über die Schadenlöscher-Serie. Der ein oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern. Ich habe mich extra, glaube ich, ich habe mir extra für dieses Video ein orangefarbenes T-Shirt gekauft, weil ich keins hatte. Der Schadenlöscher von Garnier. Ja, da habe ich ja wirklich Kur, Spitzenfluid, Spülung, Shampoo natürlich, die ganze Serie getestet und fand alles super, finde ich auch immer noch. Auch wenn ich mittlerweile wieder andere teste, aber ich komme immer wieder darauf zurück, weil es so ein tolles Haargefühl hinterlässt wirklich die Pflegeprodukte. Und ich habe sehr kaputte, trockene, gerade hier in den Längen und in den Spitzenhaare. Ja, und was gucke ich? Was sehe ich bei meinem letzten DM oder vorletzten DM-Besuch? Da stand dann in der Schadenlöscher Haarpflegereihe, stand dann diese Pulle. Die gehört wohl jetzt dazu. Da stand auch das Schildchen neu dabei. Das ist jetzt von Garnier. Frucht ist das Wunderöl. Hitzeschutz plus Pflege. Bis zu 230 Grad Hitzeschutz. Erstmal, also mir gefällt die Aufmachung. So grün, orange. Stehe ich irgendwie drauf. Findet man auch immer gut wieder. Sei es im Bad halt, ne? Zwischen den ganzen anderen Pflegesachen. Sind enthalten 150 Milliliter. Es kostet, meine ich, 6 Euro rum. Hört sich erstmal wahnsinnig teuer an für den einen oder anderen. Aber es gibt, glaube ich, wesentlich teurere Öle und so Pflegesachen. Deshalb finde ich das und man kommt wirklich lange mit hin. Ich habe das jetzt 3-4 Mal benutzt und bin sehr, sehr positiv überrascht. Weil es verspricht, hier steht hinten drauf, schnelleres Haare trocknen, Hitzeschutz und Anti-Freeze-Effekt. Das heißt, also man kann das, so wie es hier hinten drauf steht, geben Sie einige Tropfen des Öls in die Handflächen, variieren Sie die Menge je nach Haardicke, verteilen Sie das Öl gleichmäßig im feuchten oder trockenen Haar, besonders in die Spitzen.
Ja, so habe ich das auch gemacht. Also im Trocknen habe ich es noch nicht ausprobiert. Ich habe, das ist halt hier so ein Pumpspender, so. Und ich verwende mal zwei, bei meiner Haardicke und Länge und so, zwei Pumphübe. Ja. Erstmal riecht es Bombe, wie die ganze Serie. Es riecht unheimlich fruchtig, frisch, macht Spaß damit zu arbeiten. Und ich habe ja mir erst die Haare normal gewaschen, meist Shampoo, Spülung oder eine Kur. Und dann die Haare ausgewaschen, die Haare gut abgetrocknet mit dem Handtuch. Und dann habe ich mir das, wie gesagt, zwei Pumphübe in den Handflächen verteilt, richtig schön. Und dann fange ich immer hier oben so mittig an, so auf Ohrhöhe, also Höhe hier ungefähr. Und dann gehe ich immer so runter und hinten natürlich auch. Aber ich gehe jetzt nie ganz am Ansatz, weil ich glaube, dann könnten sie wirklich schneller nachfetten. Also wirklich hier die strapazierten Längen und Spitzen, da gebe ich mir das rein. Jetzt habe ich doch glatt vergessen, mein Handy leise zu stellen, sorry. Ja, und arbeite das ein. So, habe ich gemacht. Dann habe ich die Haare schön ausgebürstet. Mit meinem Tangle-Teaser mache ich das meistens, den ich immer noch liebe. Bürste ich die Haare aus und dann habe ich einen Föhn genommen. Und jetzt wollte ich ja wirklich wissen, ne, von wegen schnelleres Haare trocknen. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, steht hier. Schnelleres Haare trocknen da. Ja. Und Leute, wirklich. Ich habe den Föhn genommen und ich mache dann immer so über Kopf, den Kopf nach unten. Oh, kann ich jetzt im Moment nicht so gut, sorry. Den Kopf nach unten und dann föhne ich, ne? Und was soll ich sagen? Ich habe, wenn ich, sagen wir mal, früher ohne dieses Öl 5 Minuten gebraucht habe, bis sie trocken waren, meist noch länger, habe ich jetzt vielleicht 2 Minuten gebraucht. Oder 2,5. Also es geht wirklich ratzifatzi. Ich weiß nicht, was hier drin ist, was das beschleunigt, ob das überhaupt gesund ist für die Haare. Keine Ahnung, aber ich finde es, gerade wenn man im Stress ist, im Sommer jetzt geht es noch, trocknen die Haare an der Luft auch sehr, sehr schnell, ne? Aber jetzt zum Winter hin, vielleicht morgens, wer es eilig hat, also hiermit, meine Haare waren rucki-zucki mit dem Föhn trocken. Ich weiß nicht, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Sie waren schneller trocken. So, und dann habe ich, dann steht hier hinten drauf, man kann natürlich dann auch, ja, hier ist halt dieser bis 230 Grad dieser Hitzeschutz drin. Was habe ich gemacht? Ich habe die Haare trocken geföhnt und dann habe ich ein Glätteisen genommen. Mein Glätteisen stelle ich meistens so auf 160, 170 Grad, das reicht mir. Und dann gehe ich da so, kämme ich die nochmal gut durch und gehe da mit dem Glätteisen durch die Haare so rucki-zucki. Und sie waren wirklich super glatt und fühlten sich toll an, rochen und riechen auch hiernach noch wunderbar. Und dann habe ich mir noch, ich habe so Pflegehaar, so spezielle Öle noch, die ich mir dann ein bisschen zwischen den Fingern verreibe und dann in die Haare tue. Ja, und das war super. Also wirklich, dieses Wunderöl hier ist, weiß ich nicht. Also falls ihr noch sowas sucht, so ein pflegendes Haaröl mit Hitzeschutz, das finde ich ja toll. Ihr habt die Pflege, ihr habt einen Hitzeschutz. Es lässt eure Haare, wenn ihr die föhnt, super schnell. Also meine waren rucki-zucki trocken. Es ging viel, viel schneller. Hier ist auch Arganöl mit drin. Ja, was kann ich euch noch dazu sagen? Jetzt erzähle ich hier über dieses Produkt schon alleine fast eine halbe Stunde. Aber es ist wirklich so. Also ich lüge nicht. Ich zeige euch auch jetzt einmal hier, wenn man so drückt, zack. Dann kommt erstmal nichts, weil ich es über Kopf halte. Da. So, das war ein Pumpstoß. Da. Sehr klare Flüssigkeit. Sehr ölig. Und davon nehme ich zwei. Oh, das riecht herrlich. Ich liebe diesen Geruch. Ich liebe die ganze Serie, wirklich. Ja, und das ist natürlich jetzt sehr, sehr ölig, ne? Und es steht ja drauf, man kann es auch in die trockenen Haare. Das machen wir jetzt mal. So. Wie gesagt, ich gebe das dann auch im nassen Haar hier so. Für meine Haarlänge, ich fange so ab der Hälfte an und arbeite das so, gehe dann erstmal so runter, auch unten drunter die Haare und dann speziell die Spitzen auch. Ja, ich muss die heute Abend sowieso waschen. Aber, das riecht einfach klasse. Also wer wirklich noch so ein Öl sucht, so gerade so hitzeschutzmäßig, das finde ich einfach genial, dass das, ja. So, jetzt ist auch alles. Die Hände fühlen sich jetzt auch super gepflegt an, übrigens. Ja. Und es geht schnell, ne? Also zack, zack. Wer jetzt natürlich noch längere Haare hat, wie ich, braucht vielleicht dann einen halben oder drei, vier Pumphübe. Aber ihr seht,
Bis man die 150 Milliliter verbraucht hat, vergehen dann, denke ich mal, schon so. Also bei mir vergehen jetzt bestimmt noch so 3 Monate, 4 Monate, 5? Ich weiß es nicht. Aber ich bin froh, das entdeckt zu haben. Und falls ihr es auch schon entdeckt habt, dann lasst mich doch mal eure Meinung wissen. Schreibt mir das unbedingt. Und ja, wie gesagt, ich bin hin und weg, weil das Haar so schnell trocken jetzt mit dem Föhn. Rucki zucki sind die Haare trocken. Ja, ich würde sagen, das reicht erstmal, ihr Lieben. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, mein Video. Und wie immer möchte ich mich ganz lieb bei euch bedanken für eure tollen Kommentare, die ihr mir immer da lasst, dass ihr, ja, einfach, dass ihr da seid und mir schreibt. Und wie gesagt, ich habe ja jetzt auch eine Facebook-Gefällt-mir-Seite, verlinke ich euch unter mein Video. Ich weiß noch, ich habe da überlegt vor ein paar Wochen, wie nenne ich denn da die Seite? Und eigentlich finde ich ja meinen Namen Moldavit richtig toll. Habe ich auch damals ein Video zu gedreht, warum ich Moldavit genommen habe. Der Name, der Kanal besteht ja schon sehr, sehr lang, nur dass ich früher immer nur Videos geguckt habe und nie selber hochgeladen habe. Ja, und jetzt heißt meine Gefällt-mir-Seite Moldavits Beauty Mix. Reimt sich so ein bisschen und ich dachte mir, so habe ich vielleicht meinen YouTube-Namen ganz gut eingebaut. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir auch da folgen. Da poste ich auch ab und zu mal ein Foto, natürlich den Hinweis auf die Videos hier. Und ja, können wir uns schreiben. Ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen da wiedersehen würde. Ja, und in diesem Sinne, bleibt mir gesund. Passt auf euch auf. Wir sehen uns mit Sicherheit bald wieder. Ja, und bis dahin alles Gute. Macht's gut, eure Nadine.